im UEFA Cup. Eigentlich müsste sogar ein Unentschieden reichen. Vor allem haben die Freiburger vorgemacht, was ein Endspurt ist. Sie haben von den letzten 5 Spielen ganz genau 4 gewonnen. Es ist insgesamt schon irre, was der Volker Finke da immer wieder leistet, jedes Jahr in Freiburg, und zwar mit einem Etat, den die Bayern höchstwahrscheinlich für Briefpapier ausgeben. Und auch diesmal lautete sein Motto, immer schön locker bleiben, wenn es klappt mit dem UEFA Cup, dann klappt es, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Aber in der Woche vor diesem heutigen Spiel, da ist er dann doch ein bisschen ernster geworden und hat versucht, seine Spieler ein bisschen abzuschirmen vor lästigen Interviewanfragen, damit sie sich ganz konzentrieren können auf das Endspiel um den UEFA Cup. Daniel Günther, bitte. Das Dreisamstadion, eh schon ein Schmuckkästchen und heute besonders rausgeputzt für den letzten Akt des Schwarzwaldmärchens. Ein winziger, ein kleiner Schritt noch und die Schwarz-Roten da unten sind alles unvergessliche Helden. Aber an den Manieren lässt sich arbeiten. Diarra da rüpelhaft gegen Maric, nicht mal 2 Minuten um. Gelbe Karte gegen den Malia. Das hilft Maric auch nicht schneller auf die Beine. Wurde da voll weggecheckt und von der Partystimmung auf den Rängen hier unten nichts zu spüren. Erster Aufreger wegen eines übermotivierten Boubacar Diarra. Später konnte Maric weitermachen. Im Moment ist er noch draußen, wird behandelt. Zeyer war 95 dabei beim ersten und letzten Europacup-Abenteuer. Gut. Ramdane, Wolfsburg ebnet den Weg. Alle Freiheiten für den Sportclub. Und Freiburg tanzt sich ein für Europa. Breisgau-Brasilianer als Jubelkünstler. Aber wie frei war da Ramdane. Kübauer geht da einfach weg. Zweites Tor in den letzten 3 Spielen. Die Saison geht. Ramdane kommt. Wolfsburg wollte mitspielen. Es blieb beim Wollen, wie Sie sehen. Tanko verfolgt von Krüger. Der Blick, wer hilft? Koulibaly, der Anti-Held im Märchen. Keiner aus der Bundesliga schießt so oft aufs Tor. Tore 0. Oft haben wir in Freiburg vor Verzückung mit der Zunge geschnalzt, wegen Szenen wie dieser. Kehl, elegant, es gibt eine Zugabe. Gut. Dem armen Schnurr wird schwindlig. Sie holten noch mal alles raus aus der Zauberkiste. Und Wolfsburg sah verblüfft zu. Wladimir Butt, seine Eltern wollten, dass er Pianist wird. Er hat das Zeug zum Virtuosen. Und hier in Freiburg darf er es endlich zeigen. Der VfL, Munteanu, grausam. Bitteschön, die nächste Einladung. Willi, macht da Spaß. Butt gegen Greiner. 310 Bundesligaspiele Routine und dann benimmt er sich wie ein Anfänger. Hatte da aber auch die Faxen dicke vom aufgedrehten Russen. Es gab Elfer. Das ist doch Koulibaly, der Torlose. Will der etwa? Kübauer sieht noch gelb wegen Meckerns. Und Reitmeier dann doch gegen Kobiasch Willi. Lange hatten sie Probleme mit dem Ball vom Punkt, aber er hat es endlich gelernt. Levan Kubiaschwili, 6. Versuch diese Saison, 5-mal getroffen, abgezockt, frech in die Mitte. Und wir sehen schon Vorfreude aufs Erlebnis Europa. Tolle Stimmung, Halbzeit. Nur noch mal zur Orientierung, im November Freiburg auf einem Abstiegsplatz. Und dann begann das kleine Wunder. Und hier ist Koulibaly. Und das ein großes Wunder. Der beständigste Fehlschütze der Liga trifft. Könnte die ganze Welt umarmen, entscheidet sich für seinen Trainer. Aber dieser geniale, dieser zauberhafte Pass von Butt. Und dann macht er es auch noch mit rechts, mit dem schwachen Fuß. 33 Spieltage und 50 Minuten musste er auf diesen Moment warten. Lassen wir ihn genießen. Wolfsburg, stille Bewunderer Freiburger Fußballkunst. Die Mannschaft jenseits von Gut und Böse. Aber ein bisschen geht doch. Juskowiak, Maric und Richie Goltz, der versprochen hat, ein Europa-Tagebuch zu schreiben. Beispiel, wie komme ich am sichersten nach Vladikavkaz?
Freiburg, das ist Zauber mit Disziplin, nur Schalke mit weniger Gegentoren. Und nach vorne geht immer was. Koulibaly, der wird doch nicht schon wieder. Doch, sie erleben die Geburt eines Torjägers. Und er will nur noch mit einem feiern, seinem Coach Volker Finke. Er hatte noch nicht mal ein Tor vorbereiten können. Was für eine frustrierende Saison. Bis jetzt, bis zu diesem Doppelpack nach Pass Kehl und Fehler Akonor. Dann ein Tausch der Generationen. Tobias Willi hat noch alles vor sich. Und es kommt der Kanzler und der geht in Rente. Letztes Spiel von Ralf Kohl, einer, der alles erlebt hat hier. Das kommende Erlebnis heißt UEFA Cup, das war jetzt schon sicher, aber zur Ruhe setzen sie sich noch nicht. Und er erst recht nicht, Wladimir Butt, heute fabelhaft, Sandi eingewechselt und Reitmeier, den dampften die Fäuste. Freiburg, die Überflieger der Bundesliga und ihr passender Fan Martin Schmidt. Der SC im UEFA Cup, Wolfsburg im UEFA Cup, alles klar. Wir danken für ein tolles Spiel, dank Freiburg. Aber den letzten hatten die Wölfe. Maric, er verbessert seine persönliche Bilanz, mehr nicht. Saisontor Nummer 6 und das hätte nicht mal zählen dürfen. Maric im Abseits, aber es gab keinen hier, den das störte. 4:1 am Ende und die Mannschaft mit dem niedrigsten Etat der Liga darf naschen am Topf-Europacup. Und vielleicht wird es ja noch der Große. Freiburg grüßt Bochum, mit denen sie letzte Woche gemeinsam feierten. Wünscht viel Erfolg in Leverkusen.